So, erstmal super schön, dass Sie alle da sind oder dass ihr alle da seid zu dieser kleinen Exkursion. Das ist nicht das erste Mal, dass wir sowas angeboten haben. Bei den Grünen piept es wohl. Die erste Veranstaltung mit Oliver war vor, Michael, korrigier mich, vor 10 Jahren. So, danach folgte jetzt Spinnen die Grünen. Das war damals mit Martin Kreuz. Da waren wir auch hinten drin und haben Spinnen gefangen. Es war auch gut besucht. Und wir haben da ganz viele schöne, dicke Exemplare auch gefunden und keiner hat sich geekelt. Ja, und ich glaube, irgendwann vor 4, 5 Jahren war das auch nochmal, dass wir hier einen Spaziergang gemacht haben. Ja, Bedburger Teiche. Seit 2002 ist das hier unter Schutz gestellt. Ist ein Eldorado für viele Ornithologen, die hier nicht nur aus Köln oder aus dem Rhein-Erft-Kreis anreisen. Michael kann berichten, dass sie auch aus den Niederlanden kommen. Frankreich, Belgien. Das andere ist, wir Grüne haben auch vor 10 Jahren, das war aber das erste Mal, dass ich mit Michael hier war, haben wir uns das angeguckt und wollten das gerne versuchen, dauerhaft zu schützen. Und vor allem wollten wir hier auch einen Lernort einrichten, einen außerschulischen Bildungslernort, sozusagen grünes Klassenzimmer. So. Das hat dann erstmal nach 2010 nicht so gut geklappt, weil wir waren in keiner Koalition, wir waren Opposition. Im Kreis konnten wir aber dann, als wir in die Koalition gingen, auch noch nicht so viel bewegen. Das passierte erst vor 4 Jahren, als die Haushaltslage es erlaubte. Und dann haben wir unsere Köpfe zusammengesteckt und gesagt, so, jetzt ist die Zeit reif, die Teiche fallen immer mehr trocken, wir müssen da was machen. Dann haben wir schon mal damals 40.000 Euro im Haushalt 2017 und 2018 eingestellt, um eine Pumpenanlage hinten zu installieren. Da gehen wir auch noch dran vorbei, dann können wir das zeigen, um Wasser von der Erft einzuleiten. Dadurch sind aber nur Teich 1 und 2. Wir zählen von hinten. Andere zählen von vorne, wir zählen jetzt von hinten. Wurden dort etwas mehr befüllt. So. Und ja, jetzt haben wir diesen Dürresommer und wir haben dann auch gemerkt, beziehungsweise die letzten 2 Jahre waren Dürresommer, 3 Jahre sind es schon. Ja, also das dritte Jahr ist jetzt. Und wir haben aber gemerkt, die Pumpenanlage reicht nicht aus. Unsere Verwaltung hat dann 2019 auch auf grünen Druck, sanften Druck, sagen wir es mal so, hingewirkt, dass wir hier eine andere, größere Pumpenanlage installieren können. Da sind die Planunterlagen für erarbeitet worden. Hier sieht man das schön bei den Teichen. Hier unten ist die alte Pumpenanlage. Ich kann das gleich mal rumgeben. Und die neue soll jetzt hier oben hin. So, und dafür haben wir dann auch nochmal Gelder in die Hand genommen, und zwar auch 70.000 Euro. Das ist jetzt für ein Schutzgebiet, da fragen sich manche, viele kommen hier aus dem Nordkreis, das ist ja toll, dass im Nordkreis so viel gemacht wird. Was machen die denn für den restlichen Kreis? So, da möchte ich nicht ganz so viel drauf eingehen, aber ich will nur zusammenfassen, dass wir in den letzten 3 Jahren nur für Naturschutzmaßnahmen 560.000 Euro in den Haushalt einstellen konnten. Das schließt die Managementpläne aller 45 Naturschutzgebiete ein. Für jedes Naturschutzgebiet soll ein eigener Managementplan erstellt werden. Wir haben darüber hinaus lassen wir ein Konzept im Moment erarbeiten, das läuft noch, ein Freiraumkonzept, und zwar westlich der Erft, auf Ebene der Flächennutzungsplanung. Das schließt unter anderem auch den Hambacher Forsten ein, so ausdrücklich. Dann haben wir das Naturschutzgebiet im Süden, den Entenfang. Auch, das steht auch sehr unter Nutzungsdruck. Es wird freizeitlich viel genutzt, so ähnlich wie hier. Wir müssen jetzt wieder Platz machen. Auch da haben wir in den vergangenen Jahren 70.000 Euro eingestellt, weil dort nämlich, das ist ein Altarm des Rheins, und da sind viele Wehre kaputt, wo dann auch der Wasserstand nicht mehr ordentlich reguliert wird. Und das ist aber noch im Werden.